Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Blissim-Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Monat konnte man tatsächlich wählen zwischen zwei Produkten, also entweder eine Tarte-dekorative Kosmetikproduktgeschichte oder von Dermalogica etwas. Und bei Dermalogica wusste ich halt, ich kriege den Adventskalender zugeschickt und kann ihn euch ja vorstellen. Und deswegen habe ich mich für das dekorative Kosmetikprodukt entschieden. Und dadurch, dass man dann ja auch das Produkt ausgewählt hat, hat man dann noch ein Goodie irgendwie on top bekommen. Ne? Und ich habe auch noch eine Box zugeschickt bekommen, die sich hier befindet, die ich auch verlosen darf. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Und was auch noch in meinem Paket mit dabei war, wenn du die Box neu abonnieren möchtest, bekommst du wohl diesen Monat, also im September, mega krass Produkte von Kérastase mit dabei. Das wird auch einen ordentlichen Wert haben. Einmal habe ich hier so eine Mask Extensioniste, also eine Length Strengthening Mask mit 75 Millilitern, das ist diese hier. Und dann habe ich hier auch noch das Strengthening Shampoo, was dazu passt. Und da haben wir drin 80 Milliliter. Also schau mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir den Link reingesetzt. Sollte es einen Code geben, habe ich dir den hier auch mal reingeschrieben. Dann bekommst du nämlich das auch mit dazu, was ich ziemlich cool finde. Kérastase ist schon cool, ne? Preislich liegen wir bei 16,90 pro Box und pro Monat. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal hinein, denn hier steht Take a look inside, take a look inside, take a look inside. Also wir sollen definitiv reingucken. Und dann habe ich jetzt einfach mal den Deckel entfernt und habe hier einen Flyer drin. Da steht schon wieder, ja, unser Adventskalender ist bald da. Leute, es ist so geil, ich freue mich, ne? Es ist wieder soweit, 24 tolle Beauty-Überraschungen begleiten dich bis Weihnachten. Erhältlich auf blissim.de. Ja, schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, wenn es den Adventskalender schon gibt. Habe ich euch den verlinkt. Hier hinten genau, ist auch aufgeführt, dass du die Möglichkeit hattest, eben zwischen Tarte und Dermalogica zu wählen. Und das Motto ist Back to School und du kannst den Code scannen, um das Motto zu entdecken. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Zack. Gucken wir mal, weil ich drehe das Video jetzt noch im August, ob das schon, ja, ist schon erreichbar. Sehr gut. Um dir das Ende der Sommerpause zu versüßen, haben wir dir im September eine tolle Back-to-Work-Routine zusammengestellt. Tarte, Dermalogica, NYX, eine Parade an Star-Marken stellen dir ihre Topseller und Neuheiten vor, über die schon viel geredet wird. Okay, die Produkte sind hier aufgeführt. Oh, und hier steht es auch. Coming soon, der Blissim Adventskalender. Rate mal, wer bald wieder da ist. Unser Adventskalender ist bald wieder da. Der Countdown läuft. Drin befinden sich 24 Beauty-Überraschungen von atemberaubenden Marken. 289 Euro wert oder über 289 Euro wert an Produkten deiner Lieblingsmarken. Vielfältiger Inhalt, Make-up, Gesichtspflege, Haarpflege und so weiter. Sehr, sehr cool. So, tada, das ist die Box. Wir haben eigentlich immer so eine relativ kleine Box, aber dafür sind hier Produkte von recht hochwertigen Marken drin enthalten. Und wir haben hier eigentlich auch nur Brauchbares drin. Also das muss ich auch so sagen, das ist so meine Erfahrung von den Produkten. Genau, das ist das Goodie, was man bekommen hat, wenn man, glaube ich, an der Umfrage dann teilgenommen hat, sodass man sein Lieblingsprodukt auch ausgewählt hat. Habe ich jedenfalls so verstanden. Von Kabaya. Eine kleine Geldbörse. Das scheint so ein französisches Ding zu sein mit den Geldbörsen, muss ich gestehen. Also kennen wir auch von der My Little Box, dass wir da ab und an eine drin haben. Aber die hier hat halt wirklich einen schönen Reißverschluss. Oh, ist auch süß von innen gemacht. Okay, kann ich euch mal zeigen. Ich meine, das sieht man jetzt nicht so häufig dann. Das siehst du eher von außen. Und ich meine eben auch aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass du auch unterschiedliche Designs hättest haben können. Das hier mag ich gerne leiden. Ist ganz hübsch, ne? Ist ganz praktisch, ein schönes Party-Portemonnaie. Dann kommen wir zu dem Produkt, was ich ausgesucht habe. Und zwar ist das die Tarte Maneater Mascara. Die habe ich hier. 4,5 Milliliter sind hier drin. Und das hat so ein richtig schönes, dickes Bürstchen. Wirklich cool. Ich lasse jetzt aber zu, weil ich meine, noch eine offen zu haben. Ich muss mal gucken. Da habe ich mich wohl getäuscht. Okay, dann gucken wir uns mal das Bürstchen an. Das ist nämlich so ein Gummibürstchen, was so dick und lang und ja, auch so ein bisschen wie die MAC 3D Dimension ist, glaube ich. So heißt die, ne? Ja, damit kann man auf jeden Fall die Wimpern schön, ist ein angenehmer Duft, also wirklich gar nicht so krass nach Mascara, ne? Schön greifen, weil die halt auch, das ist, du kannst viel auf einmal auch greifen und machen und tun. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ich habe hier ein Fullface geschminkt für Hashtag ungeschönt, wo ich nur einmal in das jeweilige Produkt reingehen durfte. Deswegen nehme ich jetzt alles, was ich kriegen kann, um da noch ein bisschen mehr Wawawum reinzukriegen.
Ja, sehr cool, finde ich klasse, dass man halt einfach mal Tarte in so einer Box drin hat, ist schon großartig, ne? Dann wurde hier auch NYX angeteasert. Hier habe ich Merveillance Lift Glow, eine Firming Radiance Cream, Wrinkle Correction, Healthy Glow 15 ml. Ja, NYX ist wirklich eine recht hochpreisige Marke. Ich glaube, viele von uns kennen vor allem das Huile Prodigieuse, also dieses Öl, was du für Haare, für Haut und alles Mögliche verwenden kannst, ne? Und die haben aber auch noch andere Pflegeprodukte. Ich hatte auch schon mal einen Adventskalender von denen, also echt interessant. Und ja, das ist dann eine Gesichtscreme. 15 ml ist da auch wirklich eine schöne Größe. Kannst du auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Und es soll einen Glow-Effekt und Faltenkorrektur geben. Straffung. Morgens auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ach, morgens. Ja gut, abends brauchst du auch nicht unbedingt Glow, ne? Ja, nicht schlecht. Dann habe ich hier drin noch ein weiteres Tool. Was heißt weiteres? Das andere war ja quasi ein Goodie. Von Green Barbet. Das ist so eine Massagebürste. Wofür kann ich die denn wohl nehmen? Für den Kopf kann ich mir die vorstellen, für den Körper kann ich die vorstellen. Ist ein bisschen kleiner, klein aber fein, ne? Aber ich habe sowas Ähnliches schon da, deswegen wird die hier nicht bei mir bleiben. Aber die sieht schön aus, also ne, wirklich cool mit diesen nicht spitzen, sondern sehr, sehr angenehmen Noppen. Oh, das stelle ich mir auch großartig vor, so als Massagetool. Traumhaft. Dann habe ich was für die Haare hier drin enthalten von Bumble and Bumble. Das ist BB Hairdressers Invisible Oil, ein Primer, Heat UV Protective Primer. 30 ml, also das kannst du dir dann auftragen, damit du vor der Sonne geschützt bist, also dass deine Haare dann nicht so ausbleichen oder sonnengeschädigt werden, das finde ich gut. Das hatte ich auch schon mal in einem Adventskalender, aber ich habe es selber, glaube ich, noch nicht verwendet. Also ich kenne das Produkt, aber ich habe es, nee, ich weiß nicht, wie die Wirkung dann war. Ich kann ja mal dran riechen. Sehr angenehm, cremiger Duft. Sehr, sehr angenehm. Und das würde ich mir dann tatsächlich aber abends nach dem Duschen drauf geben. Ja, das wär so mein Vibe, ne? Das machst du auf trockenes oder handtuchtrockenes Haar, musst das entsprechend dann einkommen, also frottieren quasi, und dann kannst du deine Haare stylen. Ich style meine Haare nicht. Also das ist mein Haarstyle. Sie sind luftgetrocknet und vorhanden. Also das ist so mein Ding, ne? Aber ja, genau. Nee, finde ich wirklich gut. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Produkt drin, also echt gut gefüllt auch, ne? Voila Eyes Soins Contour de Yeux, eine Eye Contour Cream mit 15 ml. Sowas finde ich schön. Augencremes kann man immer gut gebrauchen, kann man morgens und abends verwenden, ne? Und ein veganes Produkt, 98% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das soll dann wahrscheinlich ein bisschen Straffung auch geben, hätte ich jetzt einfach mal so getippt, ne? Keine Ahnung, bestimmt. Ja, muss wohl. Hier, Vitamin C hast du ja auch mit drin, dann ist es auch so ein bisschen aufhellend, das ist auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall ist das eine gute Konstellation. Wir haben was für das Gesicht, zwei Sachen fürs Gesicht, wir haben dekorative Kosmetik, wir haben was für die Haare, wir haben auch mit dem Tool was für den Körper. Wir haben dieses Portemonnaie mit dabei und wie gesagt, wenn du die jetzt neu abonnieren möchtest, bekommst du auch noch dieses Set dazu, was ich auch richtig geil finde. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Ich finde, das ist einfach eine Box, die hat einen brauchbaren Inhalt und deswegen möchte ich euch die auch immer wieder gerne empfehlen. Man hat die Möglichkeit, sich manche Produkte einfach mal anzuschauen und vielleicht auch zu testen. Manche Produkte sind ja auch in Full Size mit dabei und das finde ich halt geil und für mich macht es halt bei der Beautybox auch immer so ein bisschen dieser Vibe aus, dass man die Möglichkeit hat, Produkte auszuprobieren, die man sich vielleicht sonst nicht im Laden gekauft hätte. Das bekommst du hiermit definitiv, weil das sind halt auch alles etwas andere Marken, weil es eine französische Box eigentlich ist, die jetzt ja nach Deutschland auch gekommen ist, ne? Aber es ist schon spezieller, also es ist cool. Es ist nicht so, dass es nicht brauchbar wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt nicht irgendwie einen grünen Lippenstift drin, so meine ich das. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich finde die Box schön, kann sie euch empfehlen, freue mich auf den Adventskalender und hoffe, dass da nicht zu viel Pflege drin ist, sondern auch gerne sehr viel dekorative Kosmetik. Aber das ist auch, das ist so mein persönliches Gedönsen. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.